Servus die Mann und grüß euch die Burm. Ja, ich bin wieder mal in Kanunten unterwegs. Bin auch in der Zwischenzeit schon bei den kleinen Teich angekommen. Ich werde heute wahrscheinlich nicht zur Donau gehen. Schauen wir mal, lass mich überraschen. Aber ein bisschen durch den Wald durch. Es ist alles feucht. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Pilze. Und wenn nicht, stört das aus nicht. Aber der Ausblick hier ist wie immer einfach nur top. Und hier wieder der Steg mit dem Boot. Da schauen wir jetzt auch noch einmal hin. Das Wasser hat hier so eine grüne Oberfläche, Algen, keine Ahnung, aber das tut der Schönheit absolut keinen Abbruch. Echt super hier. Ja, aber wir gehen jetzt wieder zurück und auf in den Wald. Auf eine absolut geile Gegend hier. Wahnsinn. Ich denke, das Plätzchen hier werde ich mir einverleiben. Das wurde, glaube ich, für mich schon hergerichtet. Ja, ich bin auch gerade dabei, dass ich meine Rucksäcke alle fix fertig ausrüste. Quasi den Munro, den Berghaus, dann noch den Schweden und natürlich meinen Solomjak, dass da alles zu 90% drinnen bleiben muss. Und da habe ich jetzt auch schon mal angefangen zum Umräumen. Und in diesen wird dann die kleine Buschbox bleiben. Hier ist eine Teisuppe wieder mit dabei. Und das machen wir natürlich mit dem Drang hier. Passt. Dann habe ich mir auch noch von Esbit diese Titanlöffel und auch die Gabel, die kommt erst morgen. Kommen zwar aus derselben Firma, aber eines kommt früher, eines später. Naja, egal. Auf alle Fälle, die sind nämlich zum schön klein zusammenlegen und eigentlich optimal. Und von meinem Esbit-Topf, den 750 ml, wo das dabei ist, passen hier außen optimal diese Esbit-Werkzeuge hinein. Einmal für Löffel und einmal für Gabel. Also echt top. Und mein schöner Holzlöffel vom Andreas, der bleibt natürlich bei der Trappausrüstung, wo er hingehört. So, die werden wir gleich mal die Nudeln hineingeben. Die können schon mal mitköcheln. Ja, ich glaube, mein Süppchen ist fertig. Jawohl. Perfekt. So, den werden wir ein bisschen löschen. Und jetzt lassen wir es noch ein bisschen ziehen. Und dann werden wir es genießen. Ja, Freunde, Süppchen ist fertig. Und jetzt einmal Mahlzeit an alle. Ja, wir haben in der Zwischenzeit 1 Uhr, also Zeit für Mittagessen. Ja, Freunde. Und natürlich gibt es noch ein leckeres Käfchen und diesmal wieder von der Bialetti. Ja, jetzt werden zünden. So, da. Zu Hause wieder die Beds eingefüllt. Brauchen wir jetzt quasi nur mehr Wasser und los geht's. Und ab damit. Jawohl. Freunde, fertig.
göttlich, kann ich nur sagen, göttlich. Nicht nur herrlich, das ist schon göttlich heute. Wetter, Freunde, ich glaube, wir haben 15, 16 Grad locker. Ja, Milch hatte ich vorher schon eingegeben und auch ein bisschen Zucker. Und in dem Sinne meinen herzlichen Gruß wieder an alle und Prost, Freunde. Gigantisch. Ja, das Kiefchen von der Bialetti ist halt einfach schon eine eigene Nummer. Die spielt in einer anderen Klasse. Ja, bis dato eigentlich kein einziger Pilzfund. Ich habe auch gar keine gesehen, aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Die Gegend hier ist super, das Wetter ist super. Mein Käfchen ist super. Heute ist eigentlich alles super. Ja, trinke jetzt noch in Ruhe aus. Räum dann alles zusammen wieder und ziehe den Dschungel da wieder weiter runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich da rauskomme. Ich lasse mich mal überraschen. Ah, 13.20 Uhr ist auch schon. Ja, Freunde, und hier noch ein kleiner Tipp. Drangher, Speedkocher, egal was. Es wird wieder kälter. Wir bekommen klamme Finger. Und wenn das Teil ordentlich zu ist, hat man weniger Chance, den aufzubekommen. Und hier ganz einfach ein Rangerband drüber. Und wenn das einmal drauf sitzt, könnt ihr ruhig so breit zuschneiden, wie der Deckel ist. Dann hat man hier auch einen super Grip und kann das locker aufdrehen, egal wie fest der Deckel vorher verschlossen ist. Das hält bombenfest. Ja, in dem Sinne, Rangerband, Fahrradschlauch, wer es noch nicht weiß, in Streifen schneiden, in der dementsprechenden Breite. Und das geht pipifeinst auf. Ja, da es eigentlich so schön ist, werde ich die Jacke im Augenblick gar nicht anziehen. Sollte so reichen. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen putzen da und dann sind wir wieder fertig. Ja, da hier sowieso keiner herkommt, merkt man das sowieso nicht so. Gehen wir weiter. Ja, wirklich extremst urig hier. Wahnsinn. Ja, und plötzlich stehe ich vor so einer Lichtung. Da ist noch ein Hochstand. Ja, ich werde mal in diese Richtung, ich schätze, dort muss ich hin. Da gehe ich jetzt einmal hin. Hier wurde überall ordentlich gewütet. Ja, ich schätze mal auf, keine Ahnung, Wildschweine, könnte leicht sein. Ja, ich gehe da jetzt entlang an der Seite in den Bäumen. Bin hier auf einen Weg gestoßen und da ist auch das Schloss wieder. Und den Weg wollen wir jetzt, da sollten wir auch zum Auto wieder kommen. Boah, jetzt bin ich eigentlich von der anderen Seite retour gekommen und da hinter mir seht ihr dann den Parkplatz. Dort steht dann diese Droschke. Ja. Eine schöne Runde, zwar keine Pilze gefunden, aber trotzdem top. Ja, Freunde, das war's von der Tour. Ich bin gleich beim Auto. Hier seht ihr noch ein paar Haflinger von Grafen. Ja, in dem Sinn, danke fürs treue Mitlaufen wieder. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Und servus die Mal und pfiat euch die Burm. Thank you.